Ich freue mich, dass wir heute hier in Biesingen vor Ort sind im Rahmen meiner Aktion Nicole Hofmeisterkraut vor Ort. Wir wollen gemeinsam unseren Wahlkreis noch besser kennenlernen. Schön, dass Sie mich begleiten. Biesingen liegt mit seinen Teilorten Steinhofen, Tarnheim, Wessingen und Zimmern im Herzen unseres Zollernalbkreises. Verkehrstechnisch hat Biesingen eine hervorragende Anbindung zur B27 und B463 sowie zum Schienenverkehr. Das macht Biesingen attraktiv für Unternehmen, aber auch zum Wohnen. Eine Gemeinde zum Wohlfühlen. Mit derzeit mehr als 9.500 Einwohnerinnen und Einwohnern ist Biesingen eine stetig wachsende Gemeinde im Landkreis. Das Wahrzeichen von Biesingen, der Namensgeber unseres Kreises und ein Besuchermagnet unserer Region, das ist die weit über die Grenzen bekannte Burg Hohenzollern. Der größte Arbeitgeber im Ort war einst die Firma Maute, ein Textilunternehmen mit nationalem Ruf. Zu Spitzenzeiten haben hier 1.000 Menschen gearbeitet. Die Gemeinde konnte sich das Areal in einer Zwangsversteigerung sichern. Momentan findet hier die sehr aktive Entwicklungsplanung statt. Das Land Baden-Württemberg fördert dieses Projekt über das Landessanierungsprogramm. In der Zwischenzeit konnten so Fördergelder von 1,9 Millionen Euro generiert werden. Allein während meiner Amtszeit als Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau waren es 1,3 Millionen Euro. Ich bin froh, auf diesem Wege einen Teil dazu beitragen zu können, dass aus dieser Industriebrache in Zukunft ein attraktives innerörtliches Areal zum Wohnen und Arbeiten wird. Gerne möchte ich weiterhin mit Biesingen die weiteren Schritte seiner Jahrhundertchance gehen und politisch im Rahmen meiner Tätigkeit als Abgeordnete in Stuttgart alle Hebel für dieses Projekt in Bewegung setzen. Energiegeladen setze ich mich auch für die zügige Elektrifizierung und den Ausbau der Zollernbahn ein. Mit diesem Projekt wächst der Wunsch, hier in Biesingen zu wohnen, noch mehr als bisher. Und das gilt auch für den gesamten Zollernalbkreis. Ein neues Niveau des ÖPNV, dafür brenne ich wirklich. Die Verkehrsinfrastruktur ist eben ein ganz wichtiger Standortfaktor für uns. Biesingen ist Gewerbeschwerpunkt in der Region Neckaralb, künftig mit noch größerer Bedeutung für unseren Zollernalbkreis als bisher. Dafür muss der vierspurige Ausbau der B27 zügig vorangehen. Mit dem Planfeststellungsverfahren Bodelshausen-Nähern im letzten Jahr ist ein nächster Schritt nach vorne gemacht. Um mit den heutigen Anforderungen an das schnelle Internet Schritt zu halten, sind für die Kommunen von Bund und Land Fördermittel für den Breitbandausbau zugesagt. Gerade in dieser Pandemie zeigte sich auch in unseren Kommunen die große Herausforderung im Bereich der Digitalisierung. Der Glasfaserausbau, auch hier in Biesingen, kostet viel Geld. Für die schnelle Abwicklung der Förderanträge werde ich mich in Stuttgart weiter einsetzen. Die beliebte Gemeinde Biesingen, hier am Fuße des Albtraufs mit 3 Naturschutzgebieten, wurde das erste Mal im Jahre 786 urkundlich erwähnt. Mehr Leben, mehr Familien sind mehr arbeitende Eltern von mehr Kindern. Damit wächst auch der Anspruch auf qualitativ hochwertige Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen. Die politische Arbeit zur Bewältigung der hiesigen kommunalen Aufgaben, aber auch die vielen persönlichen Anliegen in der Bürgerschaft, möchte ich gerne mit Ihnen zusammen in den nächsten 5 Jahren weiter aktiv begleiten und unterstützen. Schön ist es hier in Biesingen. Ich freue mich und ich würde mich freuen, wenn Sie mir Ihre Stimme geben, damit ich Biesingen im Landtag von Baden-Württemberg vertreten darf. Alles Gute, Ihre Nicole Hofmeisterkraut.